Hallo Freunde der Sonne. Ja, der liebe Patrick, der hat mir mal eine Frage gestellt, ob ich mich speziell ernähre oder normal. Eigentlich ernähre ich mich, wie sich jeder ernähren sollte. Also ganz einfach. Bei Leberzirrhose muss man natürlich mehr auf Eiweiß achten. Aber da habe ich mir gedacht, was soll ich hier lange rumalbern? Ich begleite euch mal jetzt den ganzen Alltag. Wir haben jetzt früh, ich bin aufgestanden, deswegen sehe ich noch ein bisschen müde aus. Und dann zeige ich euch mal, was ich immer zuerst mache, wenn ich aufstehe. So, Freunde der Sonne, hier geht es wieder weiter. Das erste, was ich mache früh, ist erstmal, ich vergesse es aber manchmal, es ist jetzt, ich will jetzt das so machen, wie ich das eigentlich mache. Manchmal vergesse ich das aber. Ich nehme zuerst mal die Laktulose. Trinke ich auch manchmal erst Mittag, weil ich es vergessen habe oder so. Aber das muss sein wegen Kackern. Ihr wisst ja, bei Leberzirrhose und Tippanlage muss man zweimal kackern. Ich hoffe, das ist gleich zum Anfang nicht so schlimm, wenn ich darüber erzähle, sage. Was habe ich deshalb in meiner Küche? Weil das Zeug klebt wie Sau. So, und dann denken, das machen nicht immer welche, habe ich festgestellt. Am besten erst hatte ich mal das im Bett, also am Nachtschrank, habe ich trotzdem vergessen. Dann habe ich das auch hier auf die Küche gestellt und trotzdem vergesse ich es manchmal, aber selten. Also ich nehme es, aber irgendwann fällt es mir dann ein Mittag. Ah, oh, Laktulose. So, dann, wenn ich aufgestanden bin, mache ich mir eine Zitrone, also ausquetschen. Die schneide ich mir mal durch. Das mache ich jetzt nicht jeden Tag, aber zweimal die Woche. Aber da braucht ihr nicht dabei sein, mir ausquetschen, ne? Kann man eigentlich mal einen kleinen Cut machen, dann zeige ich euch, wenn ich dann fertig bin. Sonst wird es ja langweilig mit dem Video. So, fertig gepresst. Das kippe ich jetzt in ein Gefäß. Das habe ich mir bestellt, mal hier so ein. Das hat einen Namen, aber ihr wisst, was ich meine, nicht, wie das Ding ist. Das kippe ich jetzt hier rein. Den Zitronensaft. Und dann kommt da Wasser rein. Das ist Kohlensäure, weil stilles Wasser kann ich nicht ab. Wie gesagt, das ist alles so, wie ich es mache. Nicht jeder macht das anders. Ich wollte doch mal ein Video machen, wie ich das mache, wie mein Alltag ist. Der eine verträgt das anders wie ich. Und wie gesagt, das ist, ich muss es so machen. Das ist mein Plan. Ich rede jetzt nicht von den anderen. So habe ich mir das zurecht gemacht, was mir passt. Weil, wir können mal hier rüber schwenken. Es gibt ja auch welche, die trinken erstmal früh Tee. Und hier habe ich ja verschiedene Sorten an Tee. Löwenzahn ist mein Lieblingstee. Also wenn ich da mal ein bisschen Bauchpiepen habe und ich kann nicht kackern oder irgendwas, Löwenzahn ist sehr gut. Brennnessel nehme ich, wenn die Wassertabletten nicht richtig wirken, nehme ich Brennnesseltee. Und was ich überhaupt nicht abkann, ist Mariendisteltee. Da komme ich überhaupt nicht zurecht. Ich weiß nicht warum. Ich kriege sofort Bauchschmerzen. Ich habe auch diese Kapseln mal probiert. Bauchschmerzen lasse ich sein. Jeder Körper ist anders. Ich rede jetzt so von mir, wenn welche sagen, oh, Mariendisteltee ist gut und deswegen habe ich es ja hier, weil es ja eigentlich gut ist, aber ich komme da nicht ganz gut klar damit. Weiter geht's. Wenn ich das dann fertig habe, nehme ich die Tabletten. So, als nächstes Tabletten. Den frisch gepressten Zitronensaft
mit Wasser verdünnt, mit Kohlensäure, habe ich fertig. Und dann muss ich erstmal meine Tablette nehmen. Ich habe mir so eine Ox geholt hier bei A-Punkt-Punkt. Da kann ich auch machen. Aber ich hatte vorher bloß mal einen Stoffbeutel. Und da habe ich mir gedacht, ich hole mal eine vernünftige Medikamentenbox. Also eine richtige Truhe, sagen wir mal so. Dann nehme ich die, kann ich auch mal mitnehmen im Urlaub. So, als erstes nehme ich Wassertabletten, Torasemid 5 Milligramm. Das haben die meisten von uns, glaube ich. Dann nehme ich jetzt mal eine. So, siehst du, sie schon alle. Dann den Müll. Dann nehme ich Spirulakton 50 Milligramm. Ist eigentlich auch Standard. Müsste eigentlich auch jeder von euch nehmen. Also, ich sag mal von euch mit Leberzirrhose und sowas. Mit ein bisschen Wasser. Eigentlich müsste ich das weglassen. Das habe ich schon mal probiert, aber da entsteht Wasser im Bauch. Beine und Waden sind okay, aber dann entsteht ein bisschen Wasser. Das dauert zwar ewig, aber trotzdem. Obwohl ich eine Tippanlage drin habe. Ja, aber wie gesagt, ich habe es probiert. Geht ja auch auf die Nieren, nicht das Gelumpe. Aber ich kann ohne, habe ich dann in 3, 4 Wochen wahrscheinlich 3, 4 Liter am Bauch. Und das möchte ich nicht. Weil mein Bauch habe ich, kennt er ja, habe ich ja genug Probleme gehabt. Wenn da wieder was platzt, der Bauch wird dicker. So, dann kommen wir zum Vitamine eigentlich, was ich noch so brauche. Das ist einmal B1 und B6. Die knall ich mir auch gleich hinter. Ich bin immer ein Fan von gleich früh alles zu nehmen, sonst vergisst du das wieder. Da war nämlich eine 100 Milligramm. Entschuldigung. Dann nehme ich alle 14 Tage Vitamin D, ist heute nicht dran, aber davon 20.000, das ist natürlich viel, aber brauche ich, weil jedes Mal Vitamin D fehlt, aber alle 14 Tage, also brauche ich das heute nicht. Und noch Eisen. Und die Eisendinger, muss ich euch sagen, das sind ganz schöne Klopper, das sind so eine Kapseln. Na, das sind, wo ist denn hier die Kamera? So ein Eumel. Und das Kuriose an der Geschichte ist, dass ich die besser runterkriege wie die anderen, weil die sind so glitschig. So, weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, das ist so, was ich jeden Früh mache. Sieht schon mal viel aus, meine Kiste, aber ist halt nicht viel. Ne? Was ihr nehmt, weiß ich nicht. Ich habe halt Vitamin D-Mangel, Eisen und sowas alles. Das ist bei jedem ja unterschiedlich. Ne? Ich rede, wie gesagt, immer noch. Mein Alltag, von meiner Ernährung, von meinem Tag. So, das Problem ist, bei den Eisen muss ich mal eine halbe Stunde warten, ehe ich was essen kann. Also warten wir jetzt erstmal, beziehungsweise ich werde schon mal was gucken, was so ich erledigen könnte in einer halben Stunde, bis ich essen darf. So, die halbe Stunde fast rum. Eigentlich frühstücke ich immer was anderes. Ja, genau. Die müssen nochmal hier runter gemacht werden. Weil heute habe ich festgestellt, achso, ich muss mich umdrehen, die Kamera.
Brot ist alle. Deswegen habe ich mir heute gedacht, ich mache mir Brötchen heute mal fertig. Aufbackbrötchen haben wir noch gehabt, die laufen bald ab. Deswegen habe ich mir gedacht, heute gibt es Brötchen. Und Eier werde ich mir heute machen. Also es ist unterschiedlich. So. Das mache ich mir heute zum Beispiel. Eier, Brötchen. Und die Brötchen esse ich auch gerne mit Salami. Da frische ich ganz normal. Also Truthahn-Salami nehme ich da. So Kochsalz und Bierschinken und alles sowas habe ich da keinen Appetit drauf. Und vegetarische Sachen esse ich auch manchmal, die Schmierwurst, aber wenn ich mir hinten so durchlese, was das alles ist, das weiß ich nicht. Also gehe ich lieber vom Biobauer und hole mir so eine Salami frisch und die reicht mir auch. Es ist ja nicht jeden Tag, die ich dann esse. Manchmal esse ich dann auch Cornflakes oder sogar ein Nutella-Brötchen. Ist zwar süß, aber früh ist es nicht schlimm. Weil alles, was man früh Frühstück zu sich nimmt, wird schnell verbrannt. Sollte man natürlich nicht Abend machen. Eigentlich soll man gar kein Süßes weiter essen mit Leberzirrhose, aber wie gesagt, ab und zu. Also heute gibt es mal Brötchen und ein Ei, also hier sind drei Eier, wie ihr gesehen habt, wegen Eiweiß. Und ab und zu mal Nutella, dann mal wieder Cornflakes mit Milch, so wie ich Bock habe. Also frühstücken könnt ihr eigentlich alles, was ihr wollt. Ich habe hier noch Tomaten. Manchmal esse ich Tomaten dazu oder ein, zwei. Oder ich mache mir Tomatensalat oder Gurkensalat. Also da kannst du eigentlich alles essen. Früh kann man eigentlich alles essen. So, heute habe ich mir entschieden, weil ich habe keinen Bock. Wir haben zwar noch Brot da, aber ich müsste erst wieder runtergehen in den Keller. Da haben wir noch tiefgefrorenes Brot und das müsste erst aufgetaut werden, weil ich ein Mensch bin und der keinen Bock hat, in den Keller zu gehen früh, habe ich mir jetzt für die Brötchen entschieden. So, wie gesagt, heute gibt es mal Brötchen. Sonst, wie gesagt, ab und zu was anderes, nicht? Jeden Tag, wie ich Bock habe. Diese Salami ist jetzt nicht vom Bauern, das ist jetzt vom Edeka, die Truthahn-Salami. Weil vom Bauern, die kostet ganz schön viel Kohle, ist ja auch logisch, Biobauer. Aber das ist mir manchmal ein bisschen zu viel Geld. Da muss man auch mal Edeka reichen. So, beim Essen brauchst du jetzt nicht zugucken, ne? Ich habe mir übrigens nochmal einen Tee gemacht, mein Lieblingstee. Und jetzt werde ich in Ruhe frühstücken und dann geht's weiter. So, das ist mir noch nie passiert. Ich habe alles aufgegessen und das Ei gerade, das schaffe ich jetzt nicht, weil die Laktulose drückt. Ich muss das erste Mal kackern. Ich komme gleich wieder. So, fertig gefrühstückt und gekackert. Das hatte ich eigentlich noch nie. Eigentlich ist das immer erst Abend. Naja, ist ja egal. Wenn ich dann fertig bin, gucke ich mal, was erstmal so anliegt. Da liegt ja mal ein anderes Handy. Da liegt mein anderes Handy. Da ist nämlich zum Beispiel die Leberzirrhose-Gruppe und ein paar Telefonnummern von Leuten, die Leberzirrhose haben, über die Community. Das höre ich mir jetzt gleich mal ab. Dann auf mein Handy, wo ich jetzt gerade reinspreche, höre ich meistens erstmal oder gucke ich erstmal die Kommentare oder ich mache ein neues Video vormittag, wenn was anliegt, so wie jetzt. Zwischendurch mache ich natürlich auch was anderes. Ich mache noch Brandmalerei. Das ist für einen Kumpel, hier will ich nochmal drüber gehen. Das ist mir ein bisschen zu dunkel geworden. Ich habe das eingeölt und das Holz war mal heller. Und das gefällt mir noch nicht ganz. Und dann muss ich noch schnell zwei Namen hier reinmachen. Was das ist, weiß ich nicht, von der Nachbarn irgendwie was zum Knöppeln oder ein Band machen oder irgendwie sowas. Da haben sie mir gefragt, ob ich da die Namen reinmachen kann. Kann ich machen, mache ich auch.
Ja, und das werde ich erstmal erledigen. Ich habe jetzt auch eine Stunde schon verloren, weil ich habe mit Toni telefoniert. Das machen wir am Montag, was so anliegt die Woche, wann wir was aufnehmen wollen. Das ist jetzt auch schon eine Stunde rum. Und deswegen werde ich noch schnell mal kosten, einen Apfel. Das würde ich noch kurz zeigen, bevor ich mein Zeug hier mache. Macht sich gleich schlecht mit einer Hand. Wir haben Äpfel und wenn der Apfel zu groß ist für Mimi, also eigentlich teilen wir uns den mit Mimi immer. Das macht sie jetzt schlecht mit der Hand. Wenn der zu groß ist, dann koste ich den mal und dann kriege ich den erst Mimi. Naja, guckst du schon. Schmeckt der lecker, Mimi. Der Apfel. Also die Äpfel schmecken jetzt wieder im Sommer. Ach, im Sommer. Im Frühjahr haben sie mir nicht geschmeckt, da war nicht so matschig. Aber jetzt geht's wieder. Das wollte ich euch noch zeigen. Und jetzt werde ich erstmal die ganzen Schnatteratze erledigen. Und dann hören wir uns nochmal. So, ich habe fast alles erledigt, außer meine Brandmalerei noch nicht. Das werde ich wahrscheinlich dann Nachmittag machen. So, dann mache ich immer vorm Mittagsbubi ein bisschen Sport. Könnt ihr mal mitkommen? Ich gehe meistens immer hier die Treppen. Muss ich umschalten. Hier gehe ich jetzt immer die Treppen hoch. Macht mir aber eigentlich im Prinzip nichts mehr aus. Ich kann die ganz normal hoch und runter gehen. Das mache ich zwei, dreimal. Wenn ich ja eben mal hier oben bin, kann ich euch mal zeigen. Hier bin ich immer mit Toni, wenn wir unterwegs sind. Im Internet, bei Skype. Und hier nehme ich auch Musik auf. Das habe ich jetzt auch mal in Angriff genommen. Hier ist Kirsten ihr Büro. Hier ist, wie gesagt, unser Gästezimmer. Und hier sitze ich manchmal abend, so wie ich Bock habe. Ja, das mache ich jetzt noch mal zwei, dreimal. Wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. Okay. So, die Treppen habe ich fertig. Dann gehe ich manchmal mit Kirsten mit. Je nachdem, was anliegt, wenn irgendwas Wichtiges ist, was erledigt werden muss, gehe ich mit, mache ich, dann gehe ich halt nicht mit, dann bleibe ich hier. Aber nichtsdestotrotz bewege ich mich, weil das Gewächshaus ist jetzt fertig. Dann gehe ich meistens immer bis hinter und vor, bis hinter, bis vor, bis hinter, bis vor, hier den Weg und wenn jetzt richtig Gartenwetter ist, was jetzt nicht der Fall ist, dann bleibe ich natürlich draußen. Aber heute ist so ein Scheißwetter, ein bisschen windig, hört er ja. Da gehe ich erstmal hier eine Runde laufen, gucke aber auch gleichzeitig nochmal das Gewächshaus. Das haben wir aufgestellt. Zum Glück hat uns der Nachbar geholfen, weil ich hätte das alleine nicht geschafft. So. So, hier seht ihr Gurken schon dran. Gurken. Das sind Wasser- und Honigmelonen. Salat, der ist ganz gut gekommen. Der war gestern noch ganz schön mickrig oder vorgestern und jetzt ist er super gekommen. Wie gesagt, hier sind die ersten Gurken dran. Tomaten sind auch schon zwei, die blühen. Muss ich das Band hier rummachen. So. Und nochmal Gurken. Ich bin ein Gurkenfan. Tomaten mag ich zwar auch, aber nicht so doll wie die Gurken. Ach ja. So, ich laufe jetzt hier noch meine Runden und dann sehen wir uns gleich wieder. Achso, erstmal ausmachen.
So, zurück. Zurück von meinem Spaziergang im Garten. Dann, wenn ich dann zurückkomme, mache ich, also wie gesagt, mit Beine technisch, wenn man spazieren geht jeden Tag, die Treppen hier steigt, habe ich null Probleme gekriegt, habe auch keine Schmerzen und nichts. Das Einzige, was ich jetzt habe, ich kriege die Arme halt bloß noch so hoch. Jetzt kann ich euch mal einen Trick zeigen. Ich habe mir so ein Gummi, das hat mir die Ärztin gesagt, so ein Gummiband hier geholt. Das mache ich jetzt seit 14 Tagen. Und sie hat gesagt, das ist dasselbe in Grün, so wie die Füße spazieren gehen, Treppen steigen. So muss man das auch mit mit den Muskeln machen. Und weil ich sehr viel mit rechts gemacht habe, auch die Gartenarbeit und alles, komme ich jetzt mit den Armen bis hoch und kann den auch kreisen, aber mit den linken Armen noch nicht. Da komme ich, das ist jetzt das Höchste, was ich jetzt hochkomme. Also mit denen komme ich so hoch und hier ist, das tut so weh. Und dafür habe ich dieses Gummiband. Das ist ungefähr, keine Ahnung, 1,50 Meter lang. Kann man sich jetzt so nehmen, wie man möchte. Habe ich auch bei der Gymnastik gelernt. Sich gerade hinsetzen und dann mal ziehen. So weit, wie es geht. Dann wieder ziehen. So weit, wie es geht. Und dann, wenn man das 4, 5 Mal gemacht hat, kann man probieren, das auseinanderzuziehen und ganz langsam mit die Arme hoch. Ich probiere es mal. Eigentlich ist es über den Kopf, aber so weit komme ich nur. Und langsam wieder runter. Das mache ich jetzt, wie gesagt, in 14 Tagen ungefähr. Eine halbe Woche. Und ich merke, wie der rechte Arm immer besser wird. Und der linke wird jetzt auch nochmal besser. Früh, wenn ich aufstehe, mache ich sowieso erstmal so bewegen, die Arme. Weil, wie gesagt, der linke Arm, erst war der rechte, den habe ich jetzt gut hingekriegt, jetzt ist der linke. Jetzt habe ich noch überlegt, ob ich noch ein Schwimmbad mich anmelde, bewegen. Und das werde ich aber auch machen. Vielleicht mal im August. Also jetzt im Sommer habe ich genug zu tun, da bewege ich mich ja, da reicht nur das Gummiband zu. Die Ärztin hat auch gesagt, ich könnte ins Fitnessstudio gehen, aber ich soll erstmal mit den grünen Bändern anfangen. Und damit die Muskeln sich nicht abbauen. Das ist sehr wichtig. So, jetzt haben wir den halben Tag schon rum. Wenn wir jetzt auf die Uhr gucken, ist es schon 13:27 Uhr. Und jetzt kommt die Zeit, weil ich dann im Arsch bin, was ich jetzt also einen Tag gemacht habe, spazieren gegen den Sport. Dann mache ich meistens Mittagsbubi und lege mich ein Weilchen hin, ein Stündchen. So, Freunde der Nacht. Stündchen geschlafen, bin noch ein bisschen tütelig. Aber so muss ja weitergehen. Also normalerweise esse ich jetzt erstmal einen Salat. Normalerweise. Aber am Wochenende hatte ich Besuch und da hatten wir gegrillt. Und mein Besuch, Janosch, kann ich mal grüßen, den haben wir uns 10 Jahre nicht mehr gesehen, hat der Krautsalat mitgebracht. Ich persönlich vertrage Krautsalat, manche vertragen das nicht, aber die meisten. Und deswegen esse ich erstmal Krautsalat, dann sehen wir uns gleich wieder, weil ich gerade sehe, dass die Post kommt. So, ich habe jetzt die Kartons, also meine Frau hat die schon mal rausgestellt, die bringe ich jetzt raus, ist ein kleines bisschen meinem Plan durcheinander gekommen, weil ich eigentlich ja Bahn meiner Reizende machen wollte, aber vielleicht schaffe ich das heute noch. Es gibt so vieles, was ich noch eigentlich machen wollte heute, aber eins nach dem anderen, ohne Stress, wir haben ja Zeit, wie schön meine Mutter wieder sagt. Übrigens, Mutter muss auch noch anrufen heute. So, bei der UKE, beim UKE der Brief waren jetzt meine Werte drin, wo ich am Mittwoch war, glaube, am Mittwoch war das. Alles wieder besser geworden, es war minimal, aber alles besser geworden, sogar Bilirubin. Und dadurch bin ich jetzt ein Meldscore von 17.
Habe ich mir riesig gefreut. Ich habe gerade gegoogelt, ab wann B losgeht, aber es dauert noch ein Weilchen, erst ab 10. Aber ich bin trotzdem stolz, weil heute vor eineinhalb Jahr, wo ich im Wald- und Wiesenkrankenhaus war, sage ich mal, da hatte ich einen Meld von 24. Und nach 1 Jahr und 5 Monaten auf 17. Fände ich nicht schlecht. Mal gucken, wie das so weitergeht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe jetzt raus, weil ihr werdet euch bestimmt fragen, was will der mit dem Zaun? So, also, ich habe es vorbereitet. Ihr seht ja, hier habe ich ja schon einen Zaun gemacht. Jetzt möchte ich hier den Durchgang haben und dann soll hier der Zaun weitergehen, damit ich, hört sich komisch an, einen Garten im Garten habe. Weil da sollen auch noch Beete rein und sowas. Und dann sieht es ein bisschen hübscher aus. Frag mich jetzt nicht, warum ich das möchte, weil ich das so möchte. So, das werde ich jetzt vielleicht in Angriff nehmen, aber ich glaube nicht, weil so viel Kraft habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe den Karton jetzt hier hinter, das aufgeschnitten, ausgerollt. Ich zeige euch nochmal, wie ich das meine. Ja, da sieht man es. Also, dieses Türchen oder dieser Durchgang, den habe ich ja schon fertig. Den bräuchte ich bloß hier einbuddeln. Und mit Blitzzement habe ich gekauft. Oder Blitzestrich. Den würde ich hier machen. Den anderen natürlich dann hier. Und ein Dach drauf. Rangpflanzen ran, streichen natürlich. Unten wollte ich ein bisschen Pappe ran machen, Dachpappe, damit das nicht so vergammelt. Und dann kann man hier gemütlich durchgehen. Dann hat man einen kleinen Garten für sich. Hier sollen dann noch die Beete rein. Das werde ich noch machen vorher. Aber die Dinger hier reinkloppen und halten ist alleine scheiße. Habe ich gerade festgestellt. Weil da muss einer halten. Und sogar noch ein bisschen in die Sonne raus. Apropos Scheiße. Kennt ihr Leute, die Kackebeutel nicht wegmachen, wenn die zum Beispiel spazieren geht und die Kackebeutel nicht wegmachen? Nicht die Beutel, sondern die Kacker wegmachen. Das meine ich eigentlich. Ja, wenn man einen eigenen Hund hat und Mimi will immer gerne helfen, was so gerade passiert ist, hat die beim Helfen natürlich hier einen Haufen reingesetzt. Und wer ist reingelatscht in den neuen frischen Haufen? Ich. Wer denkt, man hat einen eigenen Garten, muss man nicht so aufpassen, aber selber muss man aufpassen. Nee? Hat es eigentlich selten gemacht bis jetzt, ist nur zur Not, weil wir, eigentlich macht ja ein Hund nicht sein Revier. Aber muss wahrscheinlich so aufregend sein heute, weil ihr zuguckt, wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ja, jetzt mache ich erstmal die Kacke weg. Und dann werde ich mit Kirsten fragen, ob wir Feierabend noch den Zaun aufstellen können. Bisschen kaputt bin ich schon. So, wie ihr hier hören könnt, hört ihr nichts. Ich mache mir gerade einen Salat mit Gurke und Tomaten. Ich mache das meistens immer mit dem Kräuterpulver vom Edeka oder manchmal auch ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker und ein bisschen Essig. Oder so eine Kräuter vom Bauern. Es gibt verschiedene Varianten. Es gibt doch dieses Fertigdressing, aber das ist mir zu fettig. So, Freunde der Nacht. Salat habe ich jetzt aufgegessen und jetzt rufen wir mal meine Mutter an, weil die rufe ich immer an zwischen 16:30 und 17 Uhr. Jetzt sehe ich gerade, das spiegelt 17:08 Uhr, bin spät dran. Also Mutter anrufen, ob es was Neues gibt in der Heimat.
Hallo, Freunde der Sonne. Hallo. So, mit Mutter habe ich fertig telefoniert über dies und das Ananas. Und jetzt habe ich eigentlich schon wieder Hunger. Ich gehe gleich mal in die Küche und werde mal gucken, was da ist. Aber das ist jetzt schon 5:30. Ihr habt ja gemerkt, ich habe kein Mittag gegessen. Und das machen wir eigentlich mit Kirsten immer Abend, weil sie gegen 17 Uhr ungefähr Feierabend hat. Und dann essen wir Abendbrot. Jetzt ist es 5:30 und Kirsten ist schon in der Küche. Ich habe es vermasselt. Aber es ist ja nicht so schlimm. Das habe ich jetzt nur gemacht wegen dem Video. Das zieht sich alles. Immer Kamera abbauen, Kamera aufstellen und Ton wieder anmachen und sowas alles. So, trotzdem habe ich Hunger. Wir gucken nochmal in der Küche, was da vielleicht Kirsten schon gemacht hat. So, jetzt bin ich in der Küche und Kirsten hat doch schon was gemacht, weil ich ein bisschen spät dran bin. Da haben wir jetzt Nudeln, also Kirsten hat Nudeln gemacht. Das sind diese Dinger hier. Kennt ihr vielleicht, das sind so eine chinesischen Dinger. Die sind so in kleine Würfel. Macht man eigentlich nur ein bisschen Wasser in die Pfanne und reinlegen, ein bisschen kochen lassen. Dazu kann man natürlich auch noch ein bisschen gewürzen. Ich weiß nicht, was du, Kirsten, hast du reingemacht? Sojasauce, ein bisschen Petersilie, Knoblauch, echten Knoblauch oder dies? Nein, Knoblauch. Ach so. Streuknoblauch. Ach, den hier. Den Schnellknoblauch. Ja. Ja, ich bin meistens ein Fan, nochmal ein kleines bisschen Maggi oder Brühe. Aber nicht so viel. Ne? So, jetzt wird erstmal gegessen. Und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt habe ich sogar noch geschafft, die Bretter hier fertig zu machen. Und Kirsten sagt, dann will sie gleich mitnehmen. Fertig. Für was das richtig genau ist, weiß ich immer noch nicht. Und wie was für Bänder. Halsbänder machen. Und das wusste ich nicht, dass es jetzt so schnell fertig sein musste. Hat zwar noch ein paar Tage Zeit gehabt, aber weil ich gerade fertig bin, habe ich gedacht, mache ich das schnell fertig. So, Kirsten hat so viel Nudel übrig gelassen, dass ich jetzt auch nochmal esse. Jetzt habe ich den Rest gegessen. Also, ich habe ja schon gegessen und jetzt esse ich den Rest, weil so viel ist immer noch da. Aber kein Problem. Ich esse, ich kann essen alles ohne Ende. Jetzt esse ich die Nudeln auf. Ich weiß, was ich vorhin gesagt habe mit den Maggi. Nicht, dass wir hier unten drunter scheinen, das ist ungesund, das weiß ich. Das mache ich nicht immer, aber wenn ich es mache, nur ein bisschen. Weil früher habe ich das öfters gemacht, aber das ist halt nicht gesund, dieses Maggi, das weiß ich. Will ich gleich die Wind aus dem Segel nehmen. So, ich esse jetzt die Nudeln und dann wollte ich mir eigentlich ein bisschen mal ausruhen. Mir fällt gerade ein, wo ich die Nudeln esse. Das ist ja jetzt bloß ein Tag. Dem Patrick ging es ja darum, was ich noch so esse und alles. Also im Prinzip machen wir immer so, dann gegen 5:30, 6 mache ich meistens immer dann zu essen, wenn man was isst oder irgendwie sowas wie heute, dann macht Kirsten was. Aber eigentlich mache ich das, weil Kirsten hat den ganzen Tag gearbeitet und ich habe ja auch die Zeit. So, das ist eigentlich das verspätete Mittagessen, aber das haben wir uns jetzt so eingebürgert bei uns, weil Kirsten ist Intervallfasten, also sie macht das schon jetzt seit 2, 3 Jahren, also 2 Jahre mindestens. Ich ist gerade nicht da. Das hätte ich gefragt. Aber ich würde sagen, sie müssten schon über 2 Jahre sein. Ist ja egal. Und das ist halt 16 zu 8. Und dann ist sie immer dann um 18 Uhr so, weil bis um 7:30 darf sie warm essen. Also eigentlich um 7 maximal. Aber manchmal wird es auch 7:30. So, was esse ich eigentlich noch so, eigentlich zum Mittag, Anführungsstrichen. Also meistens Nudeln, so wegen Eiweiß. Manchmal esse ich auch nur nochmal ein Brot und nochmal einen Salat. Im zweiten. Was mache ich noch so? Manchmal mache ich mir Hühnchenkeulen, die sind vom Biobauer, da gibt es Hähnchen. Dann nur die Keulen, die mache ich mir manchmal
Und da essen wir aber nur die Keule mit Kürsten. Manchmal macht man sich ein bisschen Pommes dazu, aber ohne Fritteuse, wo so ein Backofen. Und im Prinzip kann man alles essen. Also ich soll ja sowieso alles essen, aber man muss halt näher zu Obst und Gemüse wandern. Manchmal machen wir halt einen Blumenkohlauflauf oder Blumenkohlkochen, Blumenkohlbraten oder Brokkoli. Das Problem an den Sachen ist, wenn man die kauft, frisch vom Bauern, die müssen dann auch nächsten Tag auch gemacht werden, weil dann sind so viele Fliegen und schon dran. Das machen wir meistens immer dann, wenn wir am Wochenende die holen, am Wochenende dann auch schon gleich weg. Ja, im Prinzip esse ich alles, eigentlich Fleisch nur am Wochenende. Man soll ja rotes Fleisch essen, Rindersteak und sowas alles und Rind. Ich kriege das mit den Steak da nicht so hin. Das ist mir immer zu hart und zu zäh. Da werden viele jetzt sagen, ja, dann ist es schon durch, das muss ja Englisch sein oder keine Ahnung, wie die Begriffe da heißen. Ich will aber kein blutiges Fleisch essen, das mag ich nicht. Aber dafür nehme ich dann Hühnchen, meistens. Oder also abgesehen von dem Fleisch, jetzt unter der Woche fällt mir gerade ein, Garnelen, die habe ich jetzt bei Bofrost mal geholt mir. Die werden auch schön gebraten in der Pfanne. Hätte ich nie gedacht, dass es so lecker schmeckt. Zum Anfang war es ein bisschen komisch, so, ist ja wie so ein Gummi in der Mund und so, aber die Soße war super lecker und jetzt habe ich mir so daran gewöhnt. Ja, Mensch, das ist ein Gewohnheitstier, nicht? Ja, mehr könnte ich eigentlich nicht sagen. Kartoffel, Quark. Also wir essen alles am Tag, so was so da ist. Zum Beispiel, wie gesagt, ich habe jetzt vergessen, was zu machen. Dann machen wir mal die schnelle Variante Nudeln. Und das geht ja rucki zucki. Bisschen Wasser in die Pfanne. Die Nudeln kochen lassen. Und dann Kirsten hat das ja gemacht hier mit. Ohne Maggi und alles ist ja jetzt auch gesund. Ich esse natürlich auch. Ich esse eigentlich alles. Aber wie gesagt, das mit dem Maggi soll man nicht übertreiben. Wenn jetzt hier meine Wasser, alles, was wir früh gemacht haben, waren ja Liter, nee, 0,07 war das, dann trinke ich meistens isotonische Getränke, verdünnt mit Wasser. Und ja, da fahre ich am besten mit. Oder halt dann dieses Wasser, wo schon ein Schuss Zitrone mit drin ist. Das ist das, was ich am ganzen Tag trinke. Und mein Tee jetzt Abend. Oder was ich jetzt mache, wenn es mal jetzt, heute sind wir ja ein bisschen frisch im Sommer, trinke ich natürlich keinen so viel Tee. Keinen so viel Tee ist auch wie ein Spruch. Da, wenn es mal ein bisschen kälter wird, mache ich auch mal eine Rinderbrühe. Rinderbrühe ist eher gesund, hole ich auch vom Bauern. Alles, wie gesagt, ein bisschen teurer. Aber ich will es auch so und dann lieber kaufe ich mir sonst nichts, aber das will ich durchziehen. Ich will das schaffen, ohne OP eine Leber zu behalten. Ohne OP die Leber zu. Ja, genau. Ich will es schaffen, ohne der OP, ich will meine Leber behalten. Und vielleicht klappt es ja. Auch wenn die Ärztin sagt, bei C, das glaubt sie nicht. Meine Mutter hat es auch mal wie geschafft. Ich habe vor 2, 3 Wochen auch mal eine E-Mail bekommen von jemand, der hat auch geschrieben, er war C und der hat es auch geschafft. Der ist jetzt bei A und der ist schon lange aus der Liste raus und hat noch einen Milz-Score von 4. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung. Ja. So, ich esse jetzt weiter. Und danach kommt jetzt gleich, es läuft schon, scheiße, das Dinner. Ein bisschen ausruhen noch, ne? Darf ich ein bisschen ausruhen? Das ist ganz schön anstrengend, hier den ganzen Tag zu filmen, den Alltag. Aber ist ja noch lange nicht Schluss. So, genug ausgeruht. Jetzt muss ich mal ein bisschen aufräumen. Sieht aus wie Sau von heute. Hier ist alles voll. Ich habe ja auch noch schnell überwiesen. Auch noch erledigt. Hier den Schreibtisch, da war ich schon. Das war halber Schreibtisch. Das Aufräumen und das Gelumpe aufräumen hier von heute. Dann die Küche noch ein bisschen aufräumen. Dann haben wir es auch gleich schon wieder.
fast 8, 20 vor 8, meine Herren. Und um 7 kriegt Mimi was zu essen. Das muss ich noch alles wegräumen, Geschirrspüler. Aber Mimi kriegt erstmal was zu essen, ne? So, aufgeräumt. Und jetzt habe ich was bei gefunden beim Aufräumen. Kann ich. Die 2 Eier. Die nehme ich natürlich mit. Die esse ich auch noch auf. Bis gleich. Ups. Was ist denn aus den Ei geworden? Nee, Kirsten war gerade unterwegs mit ihrer Freundin und einem Hund und die hat erzählt, dass es hier irgendwo einen Bauern gibt, der selber Eis macht von den Kühen, die er selber hat, also die Milch von den Kühen und dann selber Eis macht. Ja, das hat sich Kirsten geholt. Pfefferminzeis und was und andere? Spekulatius. Hm. Ich habe hier eine kleine Schüssel Schokolade. Ich habe es noch nie gekostet, Kirsten sagt jetzt schon lecker. Mal gucken. Ich habe noch ein bisschen Hunger. Das springt jetzt immer alleine an. Dann dreht sich in so einen Kreis und geht das Video alleine an. Warum? Ich weiß, verstehe ich nicht ganz. Wasser ist fertig. Ich wollte mir eigentlich einen Tee machen. Nochmal einen Löwenzahntee. Aber ich habe mich heute für eine Rinderbrühe entschieden. Kann man natürlich auch selber machen, die Rinderbrühe. Aber ich hole die vom Bauern. Die ist schon fertig. Kostet so auch wieder ein bisschen mehr Geld, die Rinderbrühe. Aber ich kriege ja jetzt Rente. Ich kann euch mal kurz zeigen, was das ist. Also der Biobauer, der bei uns ist, der hat alles. Der hat wie gesagt Fleisch und alles. Gemüse, Obst und sowas. Das ist die, das heißt nicht Brühe, das ist Rinderbouillon. Das ist ausgesprochen? Bouillon? Oder Bouillon? Keine Ahnung. Ich kann kein Englisch. War Spaß, meine kleine Wachsrakete. Ja, da habe ich jetzt Bock drauf. Eigentlich habe ich noch Hunger. Ja, ich habe eigentlich schon wieder Hunger. Aber es ist jetzt schon 23:07 Uhr. Ich will noch das Video zurechtschneiden und dann muss ich in die Strohecke. Ich bin ganz schön müde heute, weil das ganz schön anstrengend war heute. Das habe ich mir zurechtgelegt. Ich werde hier nochmal so ein Corny, die esse ich ab und zu mal, wenn ich ins Krankenhaus muss. Da habe ich was im Magen. Erst nach, dann mache ich ja Blut abnehmen und dann esse ich die, so eine Gemüsekorni. Die werde ich mir mal eh stabilizieren gleich. Aber irgendwie habe ich noch ein bisschen mehr Hunger. Dann haue ich mir noch einen Joghurt hinter die Binde. Vanillejoghurt. So, und dann gehen wir rüber, dann machen wir das Abschlussgespräch von heute in meinem Alltag. Weil ich muss ja die ganze Scheiße noch schneiden jetzt für euch, nicht? Wir sehen uns drüben im Wohnzimmer. So, 23.16 Uhr. So ist mein Alltag. Machen wir kurz nochmal einen Strich drunter. Also frühstücken wie jeder andere, Ei, Cornflakes, Brötchen, Brot, da mache ich nichts anderes wie jeder andere. Wie gesagt, bei uns ist es ein bisschen verschoben mit dem Mittagbrot, es gibt halt kein Mittag, da mache ich halt mir immer einen Salat oder einen Apfel oder habt ihr ja gesehen, den Krautsalat, alles so, wo ich mal Bock drauf habe. Unter der Woche gibt es eigentlich gar kein Fleisch, wie gesagt, immer am Wochenende. Wenn wir mal Bock haben, wie ich Bock habe, keine Ahnung, dann esse ich auch mal am Donnerstag ein Hähnchenschenkel oder irgendwie sowas. Wenn wir mal irgendwas nicht zu Hause haben und wir gehen erst den nächsten Tag einkaufen, dann gehe ich mal in den Tiefkühlfach und kramme da ein bisschen rum. Ja, auch ganz normales Mittagessen. Also ich achte natürlich schon drauf, dass ich viel Eiweiß, das habt ihr ja gesehen jetzt, ich habe ja eigentlich immer Hunger,
Also wie gesagt, viel Nudeln, wie gesagt, machen wir erstmal Kartoffeln, Quark. Dann Auflauf, machen wir viel Kartoffelauflauf oder Blumenkohl oder Brokkoli. Wie gesagt, das muss halt schnell weg, weil das frisch vom Bauern kommt. Und was ich noch nicht erwähnt habe, am Freitag ist immer der Bestelltag. Da freuen wir uns mehr also aufs Wochenende. Und da bestellen wir auch mal was. Jeden Freitag. Unterschiedlich. Also manchmal ein Krog, manchmal ein Döner. In Döner ist auch alles drin. Da ist gurkige Tomate, Rotkraut und ich weiß, wie jeder verträgt. Ich nehme immer meistens ohne Zwiebeln, obwohl ich Zwiebeln vertrage. Aber der Geschmack ist nicht so mein, bin ich nicht so ein Fan von. Und die Soße nehme ich immer Tzatziki. Weil eindeutig in der Soße ist dann dieses Dressing-Lumpe immer das Fettigste. Aber dann nehme ich Tzatziki. Und das gönne ich mir auch. Mal jeden Freitag. Kann auch mal eine Pizza sein, wenn ich Bock habe. Aber meistens habe ich keinen Bock drauf, weil ich, wie ja ich gesagt habe, ich esse halt nur Salami. Und dann, wenn ich mal eine Salami-Pizza bestelle, dann ist es halt Puten-Salami oder was war heute früh die Pute oder, ach, das ist ich, jedenfalls nicht diese fettige Salami. Ja, also nichts Spektakuläres. Eigentlich, wie man sich gesund ernähren soll. Klar ist, esse ich jetzt, habt ihr ja gesehen, ein bisschen viel kleine Sachen. Normalerweise gehört der Mitternachtssnack auch noch dazu bei Leber zur Hose. Aber bei mir sind es dann mehrere Snackchen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, weil jetzt habe ich den Joghurt da aufgegessen und meine Brühe hier noch, trinke ich hier noch. Aber ich habe immer noch das Gefühl, ich habe Hunger. Da werde ich wahrscheinlich noch mal kurz bevor ich pennen gehe, noch irgendwas raussuchen. Ich kann nicht mit leeren Magen ins Bett. Da muss noch irgendwas rein. Ja, Strich drunter gemacht. Das ist so mein Alltag. Was habt ihr mitgekriegt? Das ist halt mein Alltag, mein Essen. Ich rede jetzt nicht von den anderen. Die anderen werden das wahrscheinlich anders machen. Es ist jetzt mein Ding gewesen, wie ich das mache. Ob das gut oder schlecht ist, kann ich beantworten, das muss gut sein, sonst wären die Blutwerte ja nicht so besser geworden und Bilirubin ist runtergegangen. Ich wäre schon langsam müde. Ich merke eigentlich, dass ich eigentlich keinen Bock mehr zu schneiden habe, aber ich will das fertig machen, sonst kann ich ja nicht pennen. Da will ich den Seelenfrieden haben und dann sage ich, alles fertig gemacht, dann kann ich morgen das Mittag nämlich hochladen. Also morgen, wenn ihr das seht, also für euch heute, da werde ich wahrscheinlich schlafen. Da mache ich mir endlich Mittagsbubi. Und ich kann mir vorstellen, dass ich morgen ein bisschen länger Mittagsbubi mache, weil das heute ganz schön anstrengend war. Ich habe auch viel geschafft. Ich habe die Bretter gemacht und habt ihr gesehen. Ich quatsche durchs Zeug. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein Einblick von meinem Alltag. Der ist jetzt nicht jeden Tag exakt genau so, wie ich das gemacht habe. Habe ja gesagt. Manchmal gibt es Kartoffeln und Quark, manchmal gibt es Auflauf, Frühstück, Eier oder mal nicht und ach, ihr habt es gesehen. Ich wollte bloß darauf hinweisen, dass es mein Alltag ist, mein Essen, wie ich mich so darauf hingearbeitet habe, dass es mir gut geht und ist bei jener anders. Viele essen Haferflocken, kriege ich leider nicht runter. Ich habe so viele Tipps gekriegt mit Saft dazwischen machen und ich weiß, ich kriege diese Haferflocken einfach nicht runter, egal mit was. Ich weiß auch, die Bekannten, geben sich mal Mühe und Lutz und nimm mal das und nimm mal dieses. Ich krieg das nicht irgendwie runter. Naja. Okay. Dann sage ich, Freunde der Nacht, es ist jetzt schon Nacht, wir sehen uns dann irgendwann, also für euch am Mittwoch und ich werde jetzt noch zu Ende schneiden. Und dann oh, lasse ich das, ich bin so knülle. Dann muss ich aber in die Strohecke. Also Strohecke sage ich immer bei uns, wenn wir ins Bett gehen. Wir hatten nämlich zu DDR-Zeiten nichts außer Stroh. War Spaß. Warum liegt hier Stroh? So, jetzt ist aber Schluss mit der Blödsinn. Haut rein.